Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fookie Plays. Und heute gibt es die krankesten Taktiken überhaupt. Ich zocke seit 2 Tagen nonstop Division Rivals. Ich habe schon sehr, sehr viel ausprobiert. Und jetzt habe ich eine Formation, eine Spielweise und eine Taktik gefunden, die sehr, sehr gut funktioniert. Am ersten Tag, sage ich euch ehrlich, habe ich ein bisschen gezweifelt mit dem Spiel. Es hat irgendwie nicht so Bock gemacht. Es war mühselig. Tore schießen war schwer. Abwehr gab so viele Probleme und ich habe jetzt endlich herausgefunden, auf was es ankommt, habe mein Team auch nochmal geändert und jetzt kriegt ihr auch die Taktiken. Ich sag's euch immer wieder, ich werde euch keine Taktiken zeigen, bevor ich nicht 100% entschlossen von einer bin, deswegen kam auch nicht sofort am ersten Tag eine Taktik, weil viele Leute machen das ja gerne, um einfach die Klicks mitzunehmen. Ich habe mir jetzt nochmal 2 volle Tage Zeit genommen, ich glaube das Video kommt jetzt am Montag, Release war am Freitag, insgesamt quasi 3-4 Tage. Getestet, geübt, geguckt, was geht nicht. So, hier sind wir jetzt schon mal im Taktiken-Stream. Viele Leute zocken die 4-4-2. Ich habe sie überhaupt nicht gefeiert. 4-3-2-1 war in Ordnung. Das ganze, die alte Taktik von letztem Jahr noch war okay. Aber, meine Freunde, wir haben jetzt eine Brechertaktik. Und zwar, es gibt eine neue 5er-Kettenformation. Die heißt 5-2-2-1. Die gab es anscheinend davor nicht. Und das ist quasi wie das 4-3-2-1, nur mit einem Abwehrspieler mehr und einem Mittelfeldspieler weniger. Und das funktioniert sehr, sehr krass. Diese Taktik, Freunde, ist wirklich sehr, 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 sehr krass. Okay, sie ist in ihrer Art und Weise, wie sie gespielt wird, extrem effektiv. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann spielt es nicht. Aber mein Job ist hier auch als jemand, der wahrscheinlich zu vielen Formationen noch Taktiken bringen wird dieses Jahr. Einfach mein Job ist es, euch das Ganze zu zeigen. Wer es dann am Ende nutzt und wer es nicht nutzt, ist seine Sache. Ich bin E-Sportler, ich muss gucken, dass ich bei den Turnieren gut abschneide. Und bisher muss ich sagen, mit dieser Taktik habe ich noch kein einziges Spiel verloren. Also das sollte man auch mal vielleicht noch sagen. Noch kein einziges Spiel. Also probiert es gerne aus. Defensivstil ausgeglichen, Breite 1, Tiefe 60. Breite 1 ist extrem. Ihr seid sehr, sehr eng und kompakt. Das ist richtig, richtig geil. Wichtig ist, dass ihr halt auch 3 Innenverteidiger dann habt im Team. Tiefe spiele ich auf 60, da könnt ihr hochgehen, runtergehen. Hoch würde ich nicht gehen, noch höher ist ein bisschen riskant. Aber hier kann man auch runter auf 50 oder halt auf 45, 40 gehen. Mehr würde ich nicht empfehlen. Aufbauspiel habe ich auf ausgeglichen. Man kann theoretisch langsamer Aufbau, schneller Aufbau und langer Ball spielen. Ausgeglichen finde ich immer am geilsten, schon immer. Direkte Pässe bei Chancenerarbeitung, damit sich die Spieler eben schnell auch in die Räume begeben und bereit sind, immer angespielt zu werden. Breite habe ich auf 50, da kann ich euch ehrlich sagen, da könnt ihr runtergehen auf 30, wenn es euch zu breit ist, weil wenn ihr den Ball habt, dann stehen eure Außenverteidiger komplett an der Seitenlinie. Heißt, ihr habt immer eine Anspielstation, das ist ein Vorteil. Andererseits ist halt auch dann manchmal eben in der Mitte weniger Spieler. Deswegen da auch gerne darauf achten. Ansonsten Spieler im Strafraum 7, also hier wirklich zwischen 30 und 50 einfach mal ausprobieren, was euch besser gefällt. Spieler im Strafraum habe ich auf 7, Ecken auf 3, Freistöße auf 1, wobei ich auch Ecken auf 1 gehe, weil direkte Flanken geht nur, wenn ihr so ein Haaland oder so habt. Dann geht das. Ansonsten, genau, wichtig, die Formation sieht so hier aus, die gab es letztes Jahr gar nicht. Links immer Linksfuß und rechts immer Rechtsfuß. Ich weiß, Finesse-Shots sind besser geworden dieses Jahr, aber nur bei Spielern, die wirklich auch Playstyle Plus haben, mindestens, oder halt mindestens Playstyle. Ansonsten würde ich immer Linksfuß links, Rechtsfuß rechts spielen. Ich habe links Theo und rechts Hakimi. Wichtig ist, dass das halt gute, schnelle Ausverteiler sind. Ich glaube, die kosten jetzt auch nicht die Welt. Sehr, sehr wichtige Position auf jeden Fall. Wenn ihr hier krass spielen wollt, dann ist sind eure Außenverteidiger sehr, sehr wichtig. Werdet ihr auch gleich dann bei den Anweisungen sehen. Die ZMs sollten Allrounder sein. Ich habe Marquisio und Valverde gefallen. Marquisio gefällt mir geisteskrank gut. Und dann vorne braucht ihr Pace. Ne? Im Sturm Mbappé links, Dembele, Vinicius rechts. Passt. Und dann 3 Innenverteidiger. Ich habe hier Militao, Tomori, Koundé. Die machen ihren Job. Anweisungen, jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Part, die 3 Innenverteidiger einfach ganz normal nichts ändern, linke Außenverteidiger mit angreifen, ihr spielt also in der Offensive eine Dreierkette und Laufart übergreifend, auf der rechten Seite genau dasselbe. Im Mittelfeld spielt ihr hinten bleiben und Mitte abdecken auf beiden ZMs, damit ihr eben in der Mitte bleiben und nicht irgendwo noch außen tummeln, weil ihr braucht die beiden, das ist euer Dreh- und Angelpunkt. Die beiden Spieler sind euer Dreh- und Angelpunkt, die sind euer Zentrum, das müssen Allrounder sein, 2 Spieler hinten bleiben und Mitte abdecken, damit die kommen, die gehen auch mit nach vorne, nur weil da hinten bleiben bei Angriffen steht, heißt es nicht, dass sie nicht mit nach vorne gehen. Sehr, sehr wichtig. Dembele, linker Flügel und jetzt wichtig, defensive verstärken, in die Mitte ziehen, anbieten und für Flanken den Strafraum bei beiden Flügelstürmern. Also in dem Falle Vinicius und Dembele, damit die eben nach innen kommen und die Außenverteidiger nach außen. Versteht ihr? Die Außenverteidiger hinterlaufen, die
Flügelspieler gehen nach innen, dann habt ihr quasi drei Stürmer vorne und eure Außenverteidiger und die beiden ZMs. Die anderen drei bleiben natürlich hinten. Überlegt das wie quasi in einem 4-3-2-1, nur jetzt habt ihr halt einen Abwehrspieler mehr hinten. Was hier sehr, sehr geil ist, man schafft sehr viele Räume, dadurch, dass man gefühlt fünf Spieler vorne hat auf einer Linie. Und dann kann man immer gucken, in welche Lücke man reinspielen möchte. Im Sturm haben wir einfach nur defensive Verstärken. Das war's. Und das sind aktuell die Taktiken, die ich sehr, sehr krass finde, die ich jedem von euch ans Herz lege. Ihr könnt es probieren, ihr könnt es testen. Ihr müsst es nicht spielen, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fünferketten-Kontrast seid oder so, aber die ist wirklich sehr, sehr nice. Sie ist, wir haben ein relativ träges Spiel bekommen wieder dieses Jahr und da passt diese Formation aktuell sehr, sehr gut rein, diese Taktik. Wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich natürlich immer wieder auch neue Videos bringen, auch zu verschiedenen anderen Formationen, aber dafür muss ich halt die ganzen Sachen auch noch sehr viel gespielt haben. Ich würde sagen, wir zocken jetzt auch noch mal ein paar Runden mit dem Team, damit ihr auch seht, wie man ungefähr mit dem Team spielen soll. Weil einfach so eine Theorie ist leicht, damit ihr es auch seht. Let's go. Wichtig, ich werde die ganzen Aktionen auch dann etwas länger immer laufen lassen, damit ihr einfach seht. So, ihr seht jetzt, die drei Stürmer bewegen sich vorne sehr, sehr gut. Ähnlich wie beim 4-3-2-1. Da kann man sich dann aufdrehen, Übersteiger machen. Schade, dass der Ball nicht reingeht. Und ihr seht jetzt auch schon, wie das Team so ein bisschen formiert ist. Die drei IVs hinten. Dann hat man hier über den Außenverteidiger mal sehr, sehr viel Raum. Dann kann man hier schön auf die Stürmer spielen und dann einfach hier so runterspielen. Zack, das hat jetzt buchstäblich perfekt geklappt, außer der Torabschluss. Aber da merkt ihr, ihr habt sehr viele Spieler und könnt einfach von außen nach innen euch rein kombinieren. Ist sehr, 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 sehr nice. So, man sieht jetzt zum Beispiel ganz schön, wie die Fünferlinie da hinten sehr, sehr eng steht, Leute. Sehr, sehr nice. Und dann eben die vier Spieler davor. Eigentlich nur Mbappé ist nicht hinterm Ball quasi. Es ist so kompakt und so schwer durchzuspielen. So, zack. Und so sieht das dann beim Spielaufbau aus. Die drei Innenverteidiger. Schön mit den beiden ZMs. Hier der Außenverteidiger, den ich jetzt gerade mit L1 geschickt habe. Und dann hast du hier sehr, sehr viele Optionen, Bälle zu spielen. Zack, versuchen Hakimi da in Szene zu setzen. Hat nicht geklappt, die Ecke gehört trotzdem uns. So, jetzt hat der Gegner den Ball. Und ihr seht, wie das Ganze hier dann aufgebaut ist. Schön die Fünferkette hinten und zack, ihr habt schon direkt den Ball. Das ist so geisteskrank. Die stehen da so unfassbar Kontakt. Und dann seht ihr hier wieder, zack, Außenverteidiger läuft. Seid oft in diesen Spots hier und dann schön in den Rückraum spielen. Ja, hat jetzt nicht geklappt. Aber dann seht ihr jetzt wieder eine Rückwärtsbewegung. Die beiden ZMs warten schon direkt zum Verteidigen. Guck mal, wir pressen da schon direkt alles zu. Also nur weil da Fünferkette draufsteht, heißt es nicht, dass das eine Bunkertaktik ist. Sondern man kann wirklich sehr, sehr viel auch schon vorne zumachen. Seht ihr auch wieder die Fünferkette. Schön, jetzt breitet sie sich aus. Theo ganz oben bewegt sich schön raus. Läuft da jetzt auch und dann könnt ihr auch oft diese Bälle hier spielen mit L1 Dreieck. Schön, und ihr habt immer eure freie Bahn da auf außen. Zack, Ball ins Zentrum. Vinicius, Abschluss. Zack, guter Ball ins Zentrum. Und dann kann man theoretisch nochmal die Seite wechseln. Wieder ins Zentrum. Guter Ball. Zack, zack, und da ist der Ball drin. Und ganz wichtig ist, Freunde, lasst nicht den Ball zu lange hinten rumlaufen und so. Das ist auch nicht mein Spielstil, wie ihr seht. Also ihr könnt gerne mal einen Seitenwechsel machen. Hat der Gegner auch schon keinen Bock mehr. Ihr könnt gerne mal einen Seitenwechsel machen. Das ist gar kein Thema. Aber denkt nicht, nur weil ihr jetzt eine Fünferkette spielt, ihr sollt irgendwie langsamer spielen oder ruhiger oder sonst was. Spielt einfach bedacht. Strengt euren Kopf an. Aber hört, nervt bitte nicht die Gegner mit irgendwelchen Seitenwechseln die ganze Zeit oder so. Weil das bringt auch euer Spiel nicht weiter. Und es ist für uns alle nicht geil. Deswegen spielt die Formation, Formation ist geil, die lässt sich sehr geil spielen, die Taktik ist nice, aber wie gesagt, spielt sie auch normal, wir wollen alle Spaß haben und fangt nicht plötzlich an, von der einen Seite auf die andere Seite irgendwelche Seitenverlagerungen zu spielen. Davon hat keiner was und es macht euch auch nicht besser, das könnt ihr mir vertrauen, ne? Also da jetzt nicht mit 70-80% Ballbesitz spielen, ich glaube, ich hatte im Schnitt immer 50%, einfach ganz normal zocken. Wie ihr eine Viererkette zocken würdet, einfach die hier spielen und dann werdet ihr euren Spaß haben. Das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Jeden Tag kommt ein Video, deswegen lasst ein Abo da. Falls ihr über diesem Video hinaus noch Interesse an Coaching oder an Trading habt, kommt gerne in unseren Discord, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Da kommt ihr auf unsere Webseite und von dort aus dann in unseren Discord. Ansonsten bin ich raus. Viel Spaß mit dieser Taktik und viel Erfolg. Haut rein. Ciao, ciao.